sprechen wir erstmal mit Rem hier. Die Krabben belästigen die Arbeiter und behindern uns bei unseren Anstrengungen, die Häuser der Leute in Dornenernel wieder aufzubauen. Wir können zwar endlos Zeit damit vergeuden, Schwerter und Speere gegen diese Wesen zu schwingen, doch brauchen wir eine Abschreckung und vielleicht eine Möglichkeit, sie zu ernten. Aber meine neuen Fallen sollten sie zumindest in Schach halten können. Mit Krabben hatten wir es schon mal, ne? Krebskniff. Was für ein Durcheinander. Seit die Arbeiter von den Geistern in Gerlond verjagt wurden, liegt ihr Werkzeug hier überall herum. Das hat unseren Zeitplan für die Arbeit erheblich beeinträchtigt. Könntet ihr vielleicht die Arbeiterwerkzeuge durchgehen, die in Baradrill zurückgelassen wurden? Sollten die Arbeiter zurückkehren, brauchen wir alle Werkzeuge, die wir kriegen können. Hoffentlich sind keine verloren gegangen. Oh, das müsst ihr dann beurteilen. Guck mal, da liegt sogar schon was. Wir könnten auch Sachen kaufen, verkaufen. Und drinnen haben wir noch jemanden, der was von uns möchte. Und wieder frage ich mich, warum die, die hier direkt beim Lager rumliegen, nicht schon längst eingesammelt wurden. Da muss man mich doch wohl wirklich nicht bemühen. Ich habe jetzt gedacht, da innen, hier. Aber das liegt alles hier, genau hier. In der Nähe. Gar nicht aufwendig einzusammeln, aber man kann hier sogar binden. Wenn man das möchte. Ich glaube, ich binde da jetzt gerade nicht. Das wäre erledigt. Jetzt endlich Schluss mit all der Unordnung. Hoffentlich kehren die Arbeiter noch zurück, um die Arbeit am Leuchtturm fertigzustellen. Das war's schon. Die Torheit der Verängstigten. So, was haben wir denn da oben noch? Gudor. Ein Waldläufer? Ich grüße euch, Linjaril. Ich wusste, wir würden uns wiedersehen. Ich habe eine Bande von Orks aus Tumladen verfolgt. Ihre Fährte hat mich hierher geführt. In Gerlond hat sich ein einzelner Ork eingenistet. Er will vermutlich ins Ringlotal fliehen. Und die Mornen, die Gerlond heimsuchen, dienen als natürliche Barriere zwischen dem Ork und etwaigen Verfolgern. Lockt ihn mit der Glocke heraus. Dieser Ork liebt sie. Echt? Ist das nicht ein bisschen... Aber der ist doch nicht doof, oder? Der weiß doch, dass wir alle hier sind. Wo muss man den denn rauslocken? Irgendwo da? Also ich sehe schon, wir müssen jetzt sowieso erstmal am Ufer lang. Hier drin ist gar nichts, ne? Da wird nur neu aufgebaut. Ja gut, dann gucken wir mal, was wir da noch erlegen können. Am Ufer entlang. Krabben. Holz brauchen wir. Was bringt das Holz an seinen vorgesehenen Platz? Okay, Holz haben wir schon. Dann brauchen wir noch so ein paar Rabenvögel. Und wir sollen Fallen aufstellen. Und Burnalk in Gerlond. Den Gar ausmachen. Ah, da vorne blinkt schon ein... Sieht aus wie angeschwemmt, gar nicht wie extra aufgestellt. Bisschen Scheps. Oh, okay. Wir haben sie wieder etwas gerade hingestellt. Okay, okay. okay. Sie steht genauso schief, nur halt einmal ein bisschen zur Seite gedreht. Aber an sich nicht besser, oder? Okay, hier haben wir schon die Mornen. Und dann müsste ja auch der Ork hier irgendwo sein, würde ich sagen. Und es gibt hier auch eine Tat, wo man hier schön farmen kann. Die netten Gespenster. Oh, da hinten ist sogar ein pinkfarbenes Prinzenland Tiefen. Mein Name.
Aber der Ork ist hier nicht. Doch, eigentlich müsste er hier sein. Ist das die Glocke? Nein. Aber soll er hier nicht sein? Ja doch! Hurnals Rüstung? Hä? Das hat aber jetzt gedauert, oder? Läutet die Glocke. Eigentlich... Ich glaube, das ist bloß bescheuert übersetzt, oder? Das soll so viel heißen wie... Macht euch an seine Rüstung zu schaffen oder an seinem Zeug und dann wird er kommen. Aber doch nicht, dass er... Also, hä? Ich bin irritiert. Totenbezwingerin? Hä, das war doch jetzt kein Toter. Die Totenbezwingerung? Ah, den hatten wir doch gerade. Wieso kam das jetzt nochmal? Totenbezwingerin? Hatten wir hier oben schon Totenbezwingerin des westlichen Königreichs? Und dann nochmal? Ich weiß nicht. So, das sind aber keine Krebse. Naja, gehören zu den Feinden, die wir auch brauchen. Bin jetzt gerade irgendwie so ein bisschen irritiert. Insektenbezwingerin. Ja, ja. Ich glaube, wir kriegen hier noch ein bisschen was zu tun. Aber es sind wahrscheinlich auch wieder nur... wir sind hier wieder im falschen Tab. Man sieht, sollte ich ein bisschen mehr machen. Ich denke mal, es sind auch wieder 30, ne? Ja. Also, da ist das überhaupt Totenbezwingerin? Nee, das ist das falsche Gebiet. Hier sind wir richtig, ne? Oder? Toteninsekten? Nicht, dass ich was Falsches... Oh nein, das fängt ja schon mit 80 an. 80. 60. Ach, das gibt mehrere, deswegen... 80 und 60? Bezwingt viele der Toten im Westen des Königreichs Gondor. Bezwingt viele Orks. Ach, deswegen! Eben, wir haben einen Ork getötet. Das haben die bloß falsch geschrieben. Das sollen die Orks sein. Das war ja kein Toter. Müssen wir nicht noch ein paar Fallen finden? Stellt Fallen am Ufer auf. Weiter oben, dann setzen wir uns mal aufs Rösslein. Geht auch vom Rösslein aus. Ihr habt Langboha entdeckt. Hat abgeschlossen. Die Erkundung des wiederaufgebauten Dorin Ernil, das ging aber fix. Wir sind jetzt Reisende durchs wiederaufgebaute Dorin Ernil und Entdeckerin des westlichen Königreichs Gondor. Haben wir begonnen, da wir eine Sache abgeschlossen haben. Müssen wir natürlich auch das Paket schaffen. Finde ich übrigens richtig gut, dass es das gibt, weil man dann nämlich auch noch sieht, ob man vielleicht irgendeine Tat noch gar nicht getriggert hat. So, Krebsfallen haben wir. Und jetzt müssen wir hier noch grün. Bezwingt Wildkrebse. Okay, die sind jetzt hier oben in dem kaputten... Das ist kein Krebs, das ist ein Norborg. Die sind hier oben in dem kaputten Lager, würde ich mal sagen, die Krebse. Krabbe, ja, guckt mal. Wie die hier oben hinkommen, weiß ich zwar nicht, aber... Ist der Wusler? Ne, das klingt eher nach... Doch, das war auch einer. Der Wusler ist auch... Ups. Eine Königin gibt's auch. Ja, die sieht fett aus. Unstabil. Ja klar, so ein Panzer lässt sich nicht ganz so leicht durchschlagen. Nützt dir aber nichts. Du musst trotzdem dran glauben.
Und dann brauchen wir nur noch eine. Ah, die Wusler, die sind eigentlich gar nicht aggro, ne? Die ganz kleinen gelten aber trotzdem. So, jetzt haben wir aber immer noch grün. Warum? Weil wir noch nicht genügend... Okay, wir haben noch nicht genügend Krebse getötet. Wie bin ich da drauf gekommen, dass wir fertig sind? Weil ich genug... Okay, nicht Krebse, sondern die normalen, die Wildtiere getötet habe. Oder einfach generell irgendwelche Feinde, random. Das war's. Ja, eindeutig. Na? Oh, nochmal eine Königin. Die konnte nicht mal rankommen. Da war ich schon noch ein Ticken besser. Aber eigentlich sind die auch ganz ordentlich groß, ne? Tschu! Das war sie ja schon. Und was brauchen wir jetzt doch noch? Störung der... Ach, Krebein. Die blöden Krebein. Gibt es da irgendwo ein Nest? Da gibt es bestimmt irgendwo ein Nest sozusagen, wo man Krebein irgendwie um einen Baum herum vielleicht eher antreffen kann. Wir müssen nur wissen, wo. Ziege. Da hinten flattert eine. Bald. Oh. Da ist ein Rabe. Ein Rasender. Na ja, doch, hier hat es ein paar. Die können ja noch nicht mal richtig rankommen, die Armen. Zwei noch. Und den allerletzten noch irgendwo, irgendwo. Und dann natürlich auch nach ihm suchen. Hirscher, Hirsch, Ebein. Ah, da drüben eher. Jo, dann bringen wir erstmal hier zurück. Weil wir da ja auch angefangen haben und dann können wir ja noch runterreiten. Danke für eure Hilfe. Wir dürfen bei unseren Anstrengungen für die ungehinderte Arbeit in diesem Lager zu sorgen nicht nachlassen. Je weniger es von diesen Kreaturen gibt, umso besser. Und Level up, wir sind 143. Sehr gut, wir müssen Langboa genau im Auge behalten. Jetzt ist der Wachmann nicht mehr lila, sondern rot.
Eure Anstrengungen erleichtern es uns deutlich, den Bewohnern von Doran Ernil und den Vertriebenen ein neues Zuhause zu bieten. Ihr solltet Herion berichten, dass ihr Langboha für die Rast erobert habt. Mehr oder weniger. Aber dann müsst ihr darauf achten, dass da nicht nochmal Krabben sich einnisten. Wir müssen uns zunutze machen, was die Natur bereitstellt. Das schließt auch alle Rohstoffe mit ein, die wegen des Krieges verstreut sind. Dieses Treibholz sollte als Bauholz dienen können, während wir auf weitere Vorratslieferungen aus Edring warten. Edring. Ach, hier soll ich das Holz hinlegen? Nein, das sind tatsächlich die Dinger, die wir dann so eingesammelt haben, ne? Nicht das Holz vom Fluss, weil das Holz vom Fluss haben wir ja ihr gebracht. Wäre sonst ein bisschen schwachsinnig, wenn das plötzlich so aussieht. Ah, Linjaril, schön zu hören, dass eure Arbeit in Langboha ein Erfolg war. Nun können wir den Opfern des Krieges gewiss neue Hoffnung und neuen Lebenswillen schenken. Da fehlt ein bisschen was. Wisst ihr, ich denke, es wird Zeit, dass ihr mit Garvir sprecht. Garvir überwacht den Wiederaufbau des Leuchtturms von Baradrill. Oh ja, da waren wir schon. Er wird sich freuen, ein freundliches Gesicht zu sehen, reist nach Süden nach Baradrill und fragt, ob ihr helfen könnt. Es war schön, euch wiederzusehen, Linjaril. Alles Gute. Ja, wir haben schon einiges erledigt für die Leute. Danke für eure Hilfe. Jeder Beitrag zum Wiederaufbau ist überaus wichtig. Wie unbedeutend die Aufgabe auch scheinen mag. Und alle schmeißen sie uns Heiltränke nach. Das ist auch nicht schlecht. Dann können wir ja jetzt direkt runterreiten sogar. Denn wir waren ja schon da. Wenn das mal nicht Linjaril ist, schön, dass ihr wohlauf seid. Ich habe Kunde von Herion in Padrast erhalten, dass ihr uns erneut helft. Nun, da der Krieg vorüber ist, wollte ich hierher zurückkehren, um den Leuchtturm wieder aufzubauen. Er war entscheidend für unsere Anstrengungen, die Korsaren zu vertreiben. Dolgimil ist Geschichte. Wir müssen dieses Leuchtfeuer wieder aufbauen, damit es wieder der Bucht von Belphalas dienen kann. Doch die Arbeiten sind zum Erliegen gekommen. Es gibt Gerüchte, dass in den Ruinen von Gerlond im Nordosten unheimliche Erscheinungen umhergeistern. Aha, müssen wir jetzt nochmal hin. Die Arbeiter weigern sich, ihre Arbeit aufzunehmen, bis die Ruinen gesäubert wurden. Könnt ihr mir erneut helfen? Jetzt wissen wir auch, warum die Arbeiter weggelaufen sind hier. Und ihre Gerätschaften haben liegen lassen. Vielen Dank. Jetzt können wir diesen Krabben eine Lektion erteilen. Vielleicht werden wir erleben, dass ihre Zahl in Doran Ernil zurückgehen geht. Ich bleibe optimistisch. Und da oben? Das klappt immer. Ich weiß nicht, warum Glocken so eine Wirkung auf manche Orks haben, aber das wäre damit erledigt. Da nun dem letzten dieser Kampfgruppe der Gar ausgemacht wurde, können wir wieder ruhig schlafen, mehr oder weniger. Dann gucken wir mal noch nach den Geistern. Zwingmornen und Aschehaufen. Gibt es da einen Unterschied? Er zwingt viele Toten. Hier, dunkle Aschehaufen. Hat die denn trotzdem? Da steht jetzt nichts dran. Da steht was von Toten, aber nicht von Mornen. Naja, die gelten nämlich gar nicht. Das ist ein Mornen. Die auch doof, oder? Und der hier ist Signatur. Singen! Soll ich die jetzt zur Ruhe betten? Oh, jetzt habe ich gleich wieder zu einer Backe.
ihn doch auch gleich. Das war aber keine Morne, leider. Das sind auch einfach nur Untote. Weil wir brauchen die Untoten ja sowieso, dann ist es schon egal. Machen wir mal ein bisschen Licht drauf. Ich glaube, das mögen die Untoten nicht ganz so. Das war ja jetzt eh... Oh nein, das hasse ich. Ich glaube, das hasst jeder. So. Düdelüdelü, tralalalalala. Wir singen ihm ein Lied im dunklen Aschehaufen. Auch wenn das dann auch noch so ewig dauert. Ein bisschen nervig. Die Truhen sind auch schick gestaltet, ne? Oh nein, da kommt er schon wieder da oben. Da kommt der andere auch gleich wieder. Die so einen schnellen Respawn haben, oder ist das nochmal ein anderer? Das ist ein grüner. Eigentlich würde ich mir die Grünen gerne sparen. Aber vielleicht muss ich doch den einen oder anderen, um hier an die Gräber zu kommen oder an die Aschehaufen. Beseitigt. Die gehen ja gar nicht weg, die bleiben. Eigentlich besinge ich die, oder? Um ihnen die letzte Ruhe zu gönnen, oder? So sehe ich das ein bisschen. Ja, mir soll es egal sein. Wir sollen halt irgendeine Aufgabe erfüllen. Damit wir beschäftigt sind. Und natürlich auch, damit wir erfahren können, was wir fürs Buch der Taten brauchen. Weil in den meisten Fällen gibt es irgendeine Quest, die einen zu Gegnern führt, die dann im Endeffekt fürs Buch der Taten gebraucht werden. Also muss eigentlich nie irgendwie krampfhaft suchen. Cooldown. Ah! Ah, ich hasse es. Oh, wir haben ja schon alles. Wir können einfach abhauen. Sind wir da unbeschadet durch? Na, nicht so ganz. Aber sollte gehen. Sprecht mit Garvir. Schön, dass ihr wieder da seid. Nachdem sich in Gerlond alles etwas beruhigt hat, werden die Arbeiter gewiss zurückkehren und ihre Anstrengungen fortsetzen. Danke für eure Hilfe. Ich habe von Herion erfahren, dass auch er eure Unterstützung benötigt. Ihr solltet nach Pardras zurückkehren und hören, worum es geht. Was? Schon wieder? Okay, wir sind hier fertig. Ja, wahrscheinlich, weil wir halt jetzt im Süden sind und er uns weiter nach Nordwesten schicken will oder so.
So, da sind wir wieder. Wo ist er denn? Da hinten. Wir werden euch offenbar nicht so leicht los. Ich brauche erneut eure Hilfe. Ich nehme an, in Baradrill ist alles wieder beim Alten. Es ist gut, dass der Leuchtturm wieder als Wegweiser für Gondor dient. Wie gesagt, die Holzlieferungen aus den Sägewerken im Ringloltal sind unterbrochen. Wir wissen nicht, woran das liegt. Das Holz ist essentiell für unsere Anstrengungen hier. Viele von meinen Leuten sind noch nicht zurückgekehrt und ich fürchte das Schlimmste. Vielleicht könntet ihr ein wenig Licht in diese dunkelste Stunde bringen. Sprecht mit Raid hier in Edring. Das wäre dann aber schon hier oben, ne? Ja. Boah, da müssen wir erstmal hinreiten. Ein weiter Weg. Anderes gibt's hier nicht mehr, ne? Nö. Okay.